Vollste Konzentration und hundertprozentiger Einsatz für ein Unikat. Die Tele-G-Tasche Marke Util entsteht. Diese Szene ist nicht gestellt. Util, das Label mit überregionaler Bekanntheit, stellt neben einer eigenen Kollektion auf Anfrage persönliche, auf Kundenwunsch gefertigte Taschen her. Util, das sind die bekannte Gestalterin Franzi Meyer aus Willisau, hier im Bild, gelernte Polygrafin, zurzeit in Zweitausbildung bei einem wenig bekannten Willisauer Grafiker, die bekannte Kindergärtnerin Sarah Rüssli und der bekannte Marketingleiter Arno Kneubühler, beide leider nicht im Bild, da nicht anwesend. Sie sind jung, dynamisch und äußerst erfolgreich, wenigstens was die Medienpräsenz anbelangt, denn der finanzielle Erfolg lässt noch auf sich warten. Also wir verdienen 5 bis 8 Franken pro Tasche, was nicht gerade viel ist für den Aufwand, den wir betreiben. Und eine Tasche kostet 89 Franken. Wenn wir sie im Laden verkaufen, will der Laden 45 Franken Marge. Und aus den restlichen 45 Franken kaufen wir neues Material, das heisst Plastik, neue Bändchen, Heftchen, wo wir noch ein Bild ausschneiden. Diese sogenannten Bildli sind sehr wichtig, denn sie bestimmen in erster Linie das Aussehen einer Tasche. Die Auswahl wird unter den zwei Art-Direktorinnen Franzi Meyer, hier im Bild, und Sarah Rüssli, leider nicht im Bild, immer wieder aufs Heftigste diskutiert. Einfacher gestaltet sich das Ganze, wenn die Auswahl der Bildli von den Kundinnen übernommen wird, denn Util arbeitet, wie eingangs schon erwähnt, häufig im Auftragsverhältnis, was aber durchaus auch seine Tücken hat. Die Leute schicken uns verschiedene Bilder, es sind Ferienbilder, Lässebilder, Rossbilder. Und je, also ja, es ist halt einfach Geschmackssache. Und wenn wir auf Auftrag arbeiten, muss man halt auch solche Sachen in Kauf nehmen. Obwohl man am Schluss vielleicht eben bei Lässebildern das Logo ein bisschen mit einem anderen Gefühl drauf tut, wie der selber zusammengestellte Tasche. Bisher hat Util ca. 250 Taschen verkauft, für 89 Franken das Stück. Die anfangs große Nachfrage war denn auch der Grund dafür, dass die Produktion und der Verkauf der Taschen ausgelagert wurden. Heute werden die Taschen von einer Teilzeitangestellten in Dagmersellen genäht. Verkauft werden sie mittlerweile in der ganzen Schweiz und sogar über die Landesgrenzen hinaus, in Läden mit so wohlklingenden Namen wie Soho Zürich, Room Art Design Thun und Top Z Mode Willisau. Die Verkaufszahlen sind sehr unterschiedlich, aber nach wie vor durchaus befriedigend, wie Tele-G in Erfahrung bringen konnte. Das ist doch eher erstaunlich, ist doch das Plastiksystem der Taschen noch nicht vollends ausgereift. Also unsere Tasche hat auch einen kleinen Nachteil. Wenn es kalt wird, wird der Plastik hart und es bricht leicht oben durch. Aber wir sind im Moment in einer Testphase, wo wir neue Materialien ausprobieren und wir hoffen, es kommt nachher nicht mehr vor. Franzi Meyer. Eine junge Frau auf dem Weg zum ganz großen Erfolg. Das ist ihr ein bisschen unangenehm, denn was sie auf gar keinen Fall will, ist Aufmerksamkeit erregen. Dagegen kämpft sie mit allen Mitteln an. Wird ihr der Rummel um ihre Person dann trotz Widerstand doch zu groß, geht sie nach New York und taucht für einige Zeit unter. Da trifft sie sich mit anderen bekannten Grafikern auf ein Nachtessen. Das ist sehr interessant gewesen. Aber ich glaube, wenn ich gewusst hätte, wer die wirklich sind, ich hätte nicht mal getraut, zu läuten und im Nachhinein so zu erfahren, wer die wirklich sind, ist eigentlich schräg.